ist das erste von vielen und es scheint schon von Anfang an ein toller Erfolg zu werden. Heute Abend sind wir in der Stadthalle von Wissenberg mehr als 500 Gäste zusammengekommen. Ist das nicht toll? Wir machten mit gutem Essen, zuchtiges Bier, tolle Bedienung und schöne Musik in dieser bezaubernden Atmosphäre den heutigen Abend verbringen. Meine Damen und Herren, die Stadthalle von Wissenberg ist so gut wie ausverkauft. Prost! Peter, ja, das heißt nicht wissen wir. Das heißt, ein W auf Deutsch sind F. Ist ein V. Ja, und das heißt? Deswegen heißt es jetzt Wissenberg. Wissenberg, wisst ihr das? Ja, das können wir nicht, das können wir ja nicht, ne? Das ist ja ein bisschen peinlich, ne? Oh, der hat schon, der nimmt nicht ein Lieder, der nimmt zwei Lieder auf einmal. Das sieht ja toll, das sieht ja gut aus. Okay, Unmengen von Freiwilligen, von der Wissenberger Turner- und Gymnastikverein haben sich viel Mühe bewahrt, um diese Halle topfit zu dekorieren. So, dass wir alle, liebe Gäste, einen unvergesslichen Abend in diesen bezauberten Atmosphäre verbringen können. Was meint ihr, liebe Gäste, wollen wir nicht zusammen alle Freiwillige, die so eine schöne Dekoration gemacht haben, einen ganz, ganz großen und herzlichen Applaus geben für ihre große Bemühung? Was sagt ihr? Einen großen Applaus! Zu jedem Bierfest gibt es natürlich Bier, Unmengen von Bier. Ich glaube, man hat heute Abend 2400 Liter Bier gekauft. Seid ihr durstig? Okay, dann sagen wir Prost! Es gibt kein Bierfest ohne schönes und herzhaftes Bier. Deswegen werden wir den heutigen Abend das Bier aus Odense und das Bier aus München genießen. In Odense braucht man seit Jahrhunderten das herzhafte Albani-Bier. Und heute Abend könnt ihr das helle Albani-Fassbier genießen. Und aus Deutschland, München, Oktoberfest, das originale Paulaner Fassbier. Jetzt wisst ihr Bescheid. Solltet ihr in die Situation geraten, wo ihr ein bisschen satt werden, seid ihr mal klar, ja, ich merke das schon, dann von Wildbeeren gibt es Unmengen von verschiedenen Sorten von Spirituosen, die ihr reichlichen Mengen einnehmen könnt. Es wird serviert Mokai, Kultshaker, Jägerbums, bis zu verschiedenen Gajol-Shots und so fort und so weiter. Meine Damen und Herren, es wird ein Wahnsinn heute Abend. Habt ihr noch was zu trinken in euren Gläsern? Okay, dann nehmen wir die Gläser hoch, dann singen wir die hier. Eine geht noch, einer geht noch rein. Eine geht noch, einer geht noch rein. Nochmal! Eine geht noch, einer geht noch rein. Eine geht noch, einer geht noch rein. Nochmal! Eine geht noch, einer geht noch rein. Eine geht noch, einer geht noch rein. Oh ja! Prost! Und auf Dänisch kennt ihr den hier. Wir haben es so toll. Machen wir nochmal. Wir haben es so toll. Okay, das geht schon. Es sieht so toll aus, dass ihr auf die Stühle schießen. Ja, also das sieht da so toll aus. Und jetzt wollen wir noch sagen, könnt ihr es riechen? Könnt ihr riechen? Das Essen ist ja schon klar. Das Bierfestmenü ist heute Abend von Annette und ihre Helfer in der Cafeteria aus der Stadthalle in Wissenberg entworfen und wird vom Buffet hier auf der Tanzfläche geholt. Und das besteht den heutigen Abend aus Wiener Schnitzel, Bratkartoffeln, Erbsen und dazu Buttersoße, meine Damen und Herren. Es ist reichlich da und man darf gerne 2, 3 oder 4 oder 5 Mal zugreifen. Ihr sollt satt werden, denn es gibt nichts Schlimmeres, man kann kein Bier trinken, wenn man nicht satt ist. Also, meine Damen und Herren, kennt ihr auch dieses Lied, was auf Dänisch normal geht? Das geht so: Wir trinken kenn mit unseren Freunden und den wir kennen und den wir nicht kennen, den prosten wir mit. Wir trinken mit unseren Freunden und den wir kennen und den wir nicht kennen, den prosten wir mit. Prost!
Und jetzt geht's los. Jetzt kommt die Präsentation. Jetzt, liebe Gäste, liebe Bierfest-Freunde. Wie ihr seid, seht, seid ihr in verschiedene Länder aufgeteilt und dafür gibt es ein ganz